Willkommen an den Endgeräten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 65 Telekolleg. Nachdem wir so viele Reaktionen auf unser letztens gepostetes Bild erhalten haben und wir ja dafür bekannt sind, dass wir eben nicht nur fürs Skifahren sorgen, sondern auch für Leib und Seele, haben wir uns entschieden, hier noch mehr ins Detail zu gehen. Will meinen, wir haben wieder knallhart recherchiert. Und ich kann euch hiermit anbieten, das erste Mal live im deutschen Fernsehen oder im deutschen Internet ein Original-Käseschnitten-Rezept live vorgekocht aus unserem Küchenstudio anzuschauen. Ich gebe weiter an unsere Außenreporter und werde mir währenddessen schon mal ein Gläschen Wein genießen. In diesem Sinne, keep skiing und ich freue mich auf ein leckeres Essen. Exklusiv für euch hier bei Sport 65 und deine Käseschnitte, den 29-20er Jahrgang vom Bioland Weingut Schwarzrauber. Viel Spaß damit bei der Käseschnitte und für alle Sport 65 Kunden gibt es 10% mit dem Code Sport65. Ich werde das Beste draus machen und ihr könnt es ja dann zu Hause nachgucken und dann bei Weinheim den Wein bestellen. Ich werde ihn dann erstmal probieren, ob er gut ist, aber ich glaube schon. Danke. Denkt an die 10%. Immer probieren. Schön. Prost. Prost. Ab, das ist schon mal eine gute Basis. Okay, also für eine Käseschnitte, wie ich sie immer mache, wie ich sie genial finde, wie ich sie auch schon oft gemacht habe bei den Ride and Dine Reisen. Ja, geht ganz einfach. Man braucht ein richtig schönes Halbweißbrot, heißt es in der Schweiz. Gibt es auch hier bei uns in Deutschland. Ist einfach so eine Mischung aus Weizen und Roggen. Kein Roggenbrot, weil Roggenbrot nimmt zu wenig Flüssigkeit auf und Weißbrot ist zu lätschert. Ja, das brauchen wir. Und da brauchen wir einfach zwei schöne Scheiben. Nicht zu dünn, ganz wichtig. Werden wir auch gleich sehen, warum. Jetzt kann man hergehen und die Kruste dran lassen. Ich mache sie immer ganz gern weg, weil es ist ein bisschen netter vom Essen her. Die packen wir hier in diese Auflaufformen rein. Und jetzt kommt das Wichtigste von der ganzen Geschichte, nämlich der Wein. Haben wir ja von Weinheim den leckeren Weißwein gekriegt, den nehme ich jetzt auch. Man kann das auch mit Rotwein machen. Schmeckt auch ganz gut, weil wichtig ist, dass das Brot jetzt schön getränkt wird mit Wein. Also ruhig eine gute Menge Wein da drauf, also muss richtig schön getränkt sein. Und das ist eigentlich der Trick bei einer guten Fromage. Und dann brauchen wir natürlich Fromage. Habe ich netterweise aus der Schweiz mitgebracht bekommen, original aus Engelberg. Ein schöner Raclette-Käse, Rinde lassen wir dran. Und jetzt belegt man das Brot üppig mit Käse. Dann haben wir hier den drauf mit den Kräutern. Und hier machen wir Natur-Raclette-Käse drauf. Weil viel Käse, was ist besser als viel Käse? Mehr Käse, ganz klar. Weil durch den Wein und durch das Fett vom Käse wird es ein richtig genialer Geschmack danach sein. Okay, die Vorbereitung quasi schon getroffen. Ihr seht, es geht super schnell. Und jetzt geht das Ganze so lange in den Ofen, bis es gut ist. Ofen vorgeheizt, Umluft auf ca. 180 Grad. Und jetzt schauen wir uns jetzt an, wie die fertig brutzelt. Okay, während unsere Käseschnitten im Ofen brutzeln, bereiten wir noch das vor, was dazugeht. Ganz, ganz einfach. Richtig leckere Cornichons. Und natürlich Silberzwiebel, weil das gehört wie beim Raclette da einfach dazu. Wow,
Aber wenn ihr das jetzt riechen könntet, das ist schon pur Schweizgeruch. Da kriegt man sofort Bock auf Matterhorn, Skifahren und das ganze Schweiz-Feeling. Okay, und da der Marcel gern Eier isst, machen wir auf die Tomatenkäseschnitte noch schön Spiegelei oben drauf. Und da ist es ganz oft so bei dem Ride and Dine, wenn ich morgens zum Frühstück Eier mache, dass dann unsere Gäste sagen, ey, wie machst du die Eier, die Spiegeleier, wie werden die so bei dir? Weil, kennt ihr bestimmt, entweder sind die Eier unten drauf voll verbrannt, dass sie oben fest sind, oder sie sind halt unten okay und die obere Seite ist noch total klibberig. Und da gibt es natürlich einen Trick, den wir als Gastroprofis natürlich wissen, wie das geht, weil ein richtiges, originales Spiegelei soll nämlich oben drauf ein bisschen blind sein. Und wie man das hinkriegt, das filmen wir jetzt hier und dann könnt ihr euch das anschauen. Und jetzt kommt der Trick. Deckel drauf. Jetzt werdet ihr sehen, das wird wunderbar. Dann kann man auch die Temperatur ein bisschen zurücknehmen. Jetzt lässt man es einfach so durchschmurgeln, bis es oben drauf schön aufgestockt ist, das Spiegelei. Okay, ihr seht, Spiegelei, so wie es sein soll. Jetzt kann man noch ein bisschen Salz, Pfeffer oben drauf machen und das kommt dann später auf die Käseschnitte oben drauf. So. Ging jetzt schneller in unserem Video. In echt dauert es ungefähr 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad. Jetzt machen wir den Ofen aus und wenn ihr jetzt riechen könntet, dann wäre das Internet perfekt, aber ihr könnt es zumindest sehen. Sieht richtig geil aus und vor allen Dingen hört mal. Wie muss ich das anhören? Und jetzt servieren wir das. Es kommt noch auf das Tomaten, die Krut mit Tomate, packt man auf das Spiegelei oben drauf. Dann serviere ich das, Marcel. Marcel sitzt sich schon mal am Tisch. So, ich schenke uns schon mal einen Wein ein in der Zwischenzeit. Einmal. Perfekt. Zweimal. Vielen lieben Dank. Ja, cool, Holger. Ja. Fast wie im Skiurlaub. Ja, fast wie im Skiurlaub. Fast wie im Restaurant Furi, Zermatt oder wo ihr sonst herkennt. Guten Appetit euch, wenn ihr nachgeguckt habt. Wir trinken jetzt erstmal ein Essen, deswegen machen wir jetzt die Kamera aus. Danke dir, Holger, und wir lassen es uns schmecken. Und ab auf die Piste.